Bäumen ich weiß nicht, warum sie lachen. Ein Gebäude mit einem geschwungenen warum lachen Dach, die denn? Der Teapot. Mitten in Warnemünde. Richtig was los hier. Schöne Cafés. Sowas wäre auch mal nicht schlecht hier, ne? Oder Susi? Den Hund da vorne rein und dann? Gib ihm. Wenn die alt sind, dann kaufen wir vor. Genau, das kommt noch, gell? So, gar nicht so weit weg. Wir sind hier in einem Camp David Shop in Warnemünde und Warnemünde am Leuchtturm. Und ihr könnt es nicht glauben, aber hier ist überall 50% reduziert. Das heißt, hier ein 139 Euro Hoodie für 70 Euro. Mega. Ist zu groß. Ja. Carlos, hast du was gefunden? Hä? Camp David, Warnemünde. Richtig gut. Was hat es gekostet? Also normalerweise 170, aber nachher. Das schöne Rabatt. Hat es 85 Euro oder so gekostet. Ich habe auch was gefunden. Schaut euch hier an. 3XL bin ich schon. Puh. 3XL. Abnehmen musst du auch mal, Papa. Was muss ich? Abnehmen. Was muss ich abnehmen? Gefallen ich dir nicht so, wie ich bin? Dass du, wo ich deine Jacke kaufe, Papa. Oi. Oh, Halleluja. Und das ist gerade noch, zulässig auf YouTube hier. Das sieht gut aus. Dreh dich um. Wenn du mich fragst, ist das genau richtig. Das sieht richtig gut aus. War jetzt noch ein voller Erfolg hier. Mein Geldbeutel ist leer und ihr strahlt wie... Und wenn ihr mal so eine richtige Rübe sehen wollt, dann schaut euch das mal ganz genau an. Ja, schön, schön hier. Warnemünde, muss ich echt sagen. Gemütliches Nest hier. Echt nicht schlecht. Macht Spaß. Jetzt sind wir hier in Warnemünde im Hafen und ihr seht hier die TT-Line auslaufen. Hier könnt ihr die Hafentour buchen. Dahinter in den Hafen zu fahren ist natürlich echt mega. Das ist ein riesen Industriehafen. Warnemünde ist auch dafür bekannt. Da könnt ihr Polarschiffe sehen, da könnt ihr riesen andere Schiffe sehen. Ist also wirklich, wirklich affengeil, da mal mit dem Schiff reinzufahren. Ist ein Tipp, ist wirklich ein heißer Tipp. Carlos? Hallo. Was macht man jetzt? Wir fahren mit dem Schiff los. So. Wohin fahren wir mit dem Schiff? Aufs Meer. Aufs Meer? Ja. Und das war's? Ja. Und dann wieder zurück. Das heißt, wir fahren einfach mit dem Schiff aufs Meer und hierher wieder zurück? Ja, oder was? Keine Ahnung, wo wir hinfahren. Du weißt doch ganz genau, was wir hier machen. Ja, so eine Hafenrunde, keine Ahnung. Von einer schwedischen Baufirma. Ich weiß nicht, warum sie lachen. Ein Gebäude mit einem geschwungenen warum lachen Dach, die denn? Der Teapot. 68 und nur 7 Monaten Bauzeit hier erbaut. Heutzutage findet man dort viele Geschäfte sowie gastronomische Einrichtungen. Direkt daneben steht dann auch der einzige Leuchtturm hier demontiert und zurück zum Schrottplatz gefahren.
Grund dafür ist, dass die Gentegut im Januar diesen Jahres überfüllten Disney wird. In der großen Schiffsbahne selbst befinden sich man unter Wasserarbeiten und Reparaturen an den Schiffen trockenen Fußes durchführen kann. Das Schwimmdock wird auch benötigt, um neu gebauten Schiffe aus den Hallen zu nehmen. Beide Fährschiffe haben sowohl hier in Rostock als auch in Geetze 15 Minuten maximal Zeit für die B- und Entladung der jeweiligen Fähre. Hier Flettner-Rotoren die 20%-Marke. Die Steuerrohre, die Sie auf dem Gelände verteilt sehen, sind Monopal, zukünftige Fundamentrohre. Ja, meine Lieben, so geht wieder ein Tag zu Ende. Ich verabschiede mich von euch und du machst nicht immer solche Faxen, wenn ich filme, sondern bist mal anständig und zeigst dich mal von der guten Seite. Wir sagen Tschüss. Was sollen sie da lassen? Ein Abo und ein Like und ein Kommentar. Okay, dann macht das mal und abonniert mal schön den Kanal. Das ist ganz wichtig, ganz, ganz wichtig hier. Also nicht vergessen, den Kanal abonnieren, lasst uns ein Like da, schreibt mal in die Kommentare rein, ob euch Warnemünde gefällt, ob euch das gefällt, was wir hier auf dem Roadtrip ein bisschen drehen. Ansonsten bleibt gesund, bleibt dran, bis zum nächsten Teil.